Und ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Teil von mir, von der Gameplays als Hobby bei Star Wars Jedi Fallen Order. Na, wir sollen Tarful treffen. Scheinbar haben wir den gefunden. Bleib bei mir, BD. Die sehen schnell aus. Wer sieht schnell aus? Oh, irgendwelche Vögel. Okay. Hat noch gescannt. Amykal. Oha. Achte auf Angriff von oben und nutze die Chance zum Gegenangriff, wenn du sie parierst. Verkürze die Distanz, indem du sie mit der Macht zu dir ziehst. Der bedrohliche Amykal ist ein fliegender Altesfresser, der für seine Angriffe aus der Luft berüchtigt ist. Unter den Wookiee-Ältesten, die seinen Bestand im Gleichgewicht hielten, galt er lange Zeit als Delikatesse. Seit der Besetzung des Planeten durch das Imperium haben sich die Bestände allerdings erholt. Als flinke und aerodynamische Akrobaten weichen diese Kreaturen gegen Angriffe ihrer Beute mit listiger Anmut und tödlichem Geschick instinktiv aus. Mhm. So, also hier speichern, alles klar. Nett, dass vor jeder großen Sache erstmal was gespeichert wird. Wir sind noch voll, wir haben noch alle Stems. Stims? Wie auch immer. Stems. Okay, das ist Evil Sinn. Oh, die sind alle weggegangen. Geht's da lang? Nee. Ah ja, da runter geht's lang. Super. Rutschen wieder. Geil, ich liebe Rutschen. Gut, das war jetzt erfunden. Ich hasse Rutschen. Also in dem Spiel hasse ich Rutschen ohne Ende. Okay, das ist so einer. Oh. Vergessen zu hüpfen. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Ah, doch nicht. Hier war er schon? Ach ja, jetzt sind wir hier. Okay. Du gehörst mir, Verräter. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Du hast doch nur Angst. Ich kriege dich. Aua.
Ein Aufständischer weniger, der Ärger macht. Okay. Kriegen. Ich hab dich gefunden. Hab dich. Ich hab dich auch. Ich bin verwundet. Ah. Du kannst nicht entkommen. Heilung. Es kann doch nicht vorbei sein. Tut's weh? Jetzt bin ich. Eieieiei. Ich bräuchte Hilfe, BD. Oh, guck mal, da unten gibt es einen Speicherpunkt. Weil ist ja gar nicht zum Klettern, das ist ja zum Rutschen. Eine Truhe. Du mal reinsehen? Ha, da war wirklich was drin. Leidenschaft und Stärke. So, das war's hier unten aber auch. Ah ja, okay. So, schon haben wir noch zwei Stamps. Sehr schön. The Evil Within. Ich werd's einfach nicht los. Bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht, das war so geil. Okay, ist ein bisschen hoch. Marie, bist du da? Ich bin bei den Schattenlanden, bei einem Kampfläuferwrack. Den konnte Thor bei der Flucht ausschalten. Ist er bei dir? Nein, nicht mehr. Wir reden darüber. Hoppala. Ist er weggeflogen. Hast du was? Hä? Ach so. AT-AT. Ja? Imperial Technologie. AT-AT, der auch als imperialer Kampfläufer bekannte All-Terrain Armor Transport, ist das Rückgrat der gepanzerten Angriffsdivision des Imperiums. Der vierbeinige Multitruppentransporter wurde bei offensiven schwerer Bodentruppen eingesetzt und dient in erster Linie der Neutralisierung von Aufständischen und der Durchsetzung der imperialen Besetzung in allen Teilen der Galaxies. AT-ATs verfügen über bemerkenswerten Angriffssysteme wie schwere, am Kinn angebrachte Langstreckenblasterkanonen, seitlich montierte Kanonen und eine undurchdringliche Panzerung. Nein. Hab ich auch schon gelegt. Schleimig. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Da geht's weiter. Da kommen wir auch nicht hoch. Drei Stück von denen. Fliegt mal alle drei. 1, 2, 3. Ich
Okay, hüpfen geht nicht, während ich das Ding ziehe. Ah, einfach klettern. Wie wär's damit? Bescheuert. Oh! Eieieiei. Aua! Ha, Fähigkeitspunkte erhalten. Das Vieh hat mich jetzt mega überrascht hier. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Wookie-Behausung. Eins waren die Schattenlande voller Wookie-Dörfer, die friedlich mit ihrer natürlichen Umgebung koexistierten. Die Verehrung der Voschiere ist ein bedeutender Aspekt der Wookie-Architektur. Das Ding kann ich nicht scannen. Das ist doch viel größer als die alten alle. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Hier anscheinend nicht, also gehen wir erst hier lang. Kein Wohnzimmer, kein Bad, keine Küche, nichts. Hier im Dschungel leckt das ein bisschen. Also bin ich wieder hier. Okay, hier muss ich doch mit Sicherheit nicht lang. Ah, da unten. Tatsächlich unterhalb? Okay. Hä? Ach, tatsächlich, da ist ein Seil. Das habe ich gar nicht gesehen. Wow. Was haben wir hier? Ich habe das Gefühl, ich habe schon tausende Truhen geöffnet, ja, ey. Sehen wir es uns an. Neues Sichtmaterial, ein Grodium. Ich muss mal bald mal nachgucken, ob ich mittlerweile mal ein anderes Licht, eine andere Lichtschwertfarbe benutzen kann. Ob ich mal mein Lieder bekomme oder nicht. Da geht's nicht rein, ne? Nee. Hätte das sein können. Was haben wir hier? Hier kann man auch hoch. Vielleicht eine neue Pflanze oder so. Okay, hier kann man nicht hoch. Ein Speicherpunkt, sehr schön. Wir leben. So. Da haben wir aber eine Blume, mit Sicherheit. Nee, haben wir nicht. Aha. BD, meinst du kannst sie hacken? Nee. Kann er nicht. Hey, BD, hier drin. Oh, du hast was gefunden. Ein Wächter. Neues Poncho. Das?
Was hat denn das mit Wächter zu tun? Jetzt, wo man ja auch Sachen zu sich ziehen kann, muss man auch die ganze Zeit mal so nach oben gucken, in jede Richtung. Da könnte es nämlich dann was sein, dass man was übersieht. So, ich könnte natürlich wieder hochfahren, klar, natürlich, aber das machen wir natürlich nicht, da müssen wir ja nicht hin. Okay. Ah doch, hier, guck mal an. Nee, da komme ich nicht hin. Hier gibt es aber auch nichts zum Schwingen. So Tarzan-like oder so. Nee, da darf man überhaupt nicht lang. Oh, ein Raumschiff. Ein Echo. Ah, die Partisanen. Rückzug der Partisanen. Die Partisanen mussten fliehen. Das Imperium hat sie in die Schattenlande zurückgedrängt. Ich hoffe, sie haben es geschafft. Hoffen wir es mal. Ah. Komme ich nach oben? Okay, Schattenlande, alles klar. Es riecht nach... Was ist das? Wookies? Okay, die kriegen wir nicht kaputt. Oh, da wird einer gefuttert. Hey, dieser ganze Wald lebt. Dieser ganze Wald lebt, ja. Irgendwie. Lass mal sehen. Diese Dinger imitieren Gerüche als Falle? Krachenpflanzen. Das erklärt den Yoganbeerengeruch. Ziemlich gruselig. Okay, Lichtschwert kann durch Kiefer schneiden. Ah ja, okay. Wenn du gefangen bist, können dir Stärke und Kreativität das Leben retten. Die Rachenpflanzen auf Kashyyyk ist eine fleischfressende Pflanze in den feuchten und dunklen Regionen der Schattenlande. Sie gibt einen intensiven Duft ab, der die Hungerrezeptoren potenzieller Ziele stimuliert, um sie mit der Aussicht auf Beute anzulocken. Ist ihre Beute im Reichweite, schließt sie plötzlich schnell ihre Kiefer, um ihrem Opfer das Ganze zu verdauen. Sehr nett, sehr schön. Da oben haben wir was Blaues, da oben haben wir keine Ahnung was. Nach dem hier können wir nur nach links. Aber hier geht's auch lang. Ah, oder nicht?
keine Diskussion. Nur wenn wir Kashyyyk verlassen, können wir überleben. Ah, oh, das Saw. Ich lasse die Wookies nicht im Stich. Ich nehme alle Kämpfer mit, die bleiben wollen. Dann werden sie zurückgelassen. Truppen abrücken. Oh, die haben sich gestritten. Los. Wir werden Tafuul finden. Belastungsgrenze. Saw und Mary haben über die Mission gestritten. Während Mary den Wookies helfen wollte, schien Saw dies für zu riskant zu halten. Inzwischen ist er vermutlich längst weg. Okay. Kann man die kaputt machen? Aua, die tun mir weh. Geht's. Hä? Was? Ah! Milchgras! Chris flippt bestimmt aus. Das kann schon sein. Wo geht's denn hin? Schon wieder zwei verschiedene Wege. Das finde ich schon wieder echt mies. Wie komme ich denn da oben hin? Okay, ich sehe es schon. Unfassbar. Na denn. Sieht fast so aus, als würde ich fast runterfallen, ey. Echt jetzt? Eieieiei. Dieser Ort hat was Magisches. Er ist heilig für sie. Heilige Schattenlande. Eine heilige Stätte der Wookies. Ein Heiligtum. Eine der letzten vor dem Imperium sicheren Zonen. Bis jetzt. Ich fühle mich schwach, BD. Ich fühle mich viel besser. Danke. Ich fühle mich schwach, BD. Ich fühle mich viel besser. Danke. Wow. Feuert gemeinsam! Ich bin an dran. Das muss mich zu Ende bringen. Ja, super. Du kommst nicht durch. Du bist tot. Nee, das du bist musst du. Schon mehr anstrengen. Ah. Er ist wendig. Roll, Baby. Lass mal sehen. Sag mal da, noch eine neue Pflanze. Gute Arbeit. Blütenpilze. Blütenpilze gelten auf Kashyyyk als Delikatesse, müssen aber gepflückt werden, bevor sie reif sind. Sobald sich der bauchige biolumineszierende Fruchtkörper ausgebildet hat, sind sie hochgiftig. Blütenpilzvergiftungen sind selten, verlaufen aber oft tödlich. War lecker. Will ich nicht essen? Wirf mir einen Stim zu, BD. Wirf mir einen Stim zu. Okay, da geht's wohl weiter. Noch einmal ein bisschen umgucke, aber hier sehe ich nichts mehr. Wow, das war mir so klar. Okay.
brauche Hilfe. Die Dinger sind ja scheiße. Gerade rechtzeitig. Wie kriege ich die kaputt? Ich habe noch rein so einen Schaltkackstim. Oh, oh, oh. Ja, weil auch. Oh, oh. Komm schon. Oh. Jetzt darf ich das Ganze dickisch da wieder gehen oder was? Oh, was? Scheiße. Oh je, wo fange ich an? Ach du Kacke. Okay. Bisschen spulen, würde ich sagen. Was ist das für ein Gefühl zu bluten? Ah. Soll ich denn hin? Hilf mir, bitte. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh, Mann. Hammerhart. Unsere Endstelle muss halten. An alle, Rückzug! Wir geben euch Deckung! Hinterhalt auf Partisanen. Hier saßen die Partisanen in der Falle. Schließlich wurden sie überrannt und mussten sich zurückziehen. Dabei erlitten sie schwere Verluste. Ich sehe schon kommen. Ich stehe bestimmt gleich irgendwie einer Übermacht gegenüber. Was scannen? Nein? Okay. So, sonst haben wir hier nichts, ne? Ich würde sagen, beim nächsten Speicherpunkt hören wir auf. Sonst komme ich nicht mehr weit mit der Aufnahme. Meine Aufnahmesession ist vorbei, so gesehen. Okay. Okay. Hast du so einen Ort schon mal gesehen? Ich auch nicht. Ursprungssee. Ist nichts, ne? Nein. Okay, da haben wir ja schon unseren Speicherpunkt.
Dann hören wir heute vielleicht doch ein bisschen früher auf. Oder durch das Schneiden sind wir vielleicht doch noch bei einer halben Stunde. Bei mir stehen zwar 26 Minuten, aber nur weil ich ständig die Zeit anhalte, wenn ich mehrmals sterbe, weil ich ja dann meistens ich schneide. Na, mal schauen. Also kann es gut sein, dass der Teil etwas kürzer wird. Sehen aus wie so Trampolins. Haben wir zwei Erfahrungspunkte? Nee, ein. Okay. Fähigkeitspunkt, Entschuldigung, nicht Erfahrungspunkte. Okay, also wie gesagt, dann höre ich jetzt etwas verfrüht auf, weil bis zum nächsten Speicherplatz, das dauert länger als 3 Minuten, auf jeden Fall, mit Sicherheit. Ich weiß auch gar nicht, wo der ist. Tja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Da oben ist der Speicherpunkt, aber da komme ich nicht in 3 Minuten hin, mit Sicherheit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo, falls ihr noch neu bei mir seid und gerne mehr sehen wollt. Und wenn ihr wollt, dürft ihr mich sogar unterstützen. Das geht auf meiner Kanalseite, auf meinem Kanalbanner unten rechts. Da könnt ihr mich donaten. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und dann hoffe ich doch, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr guckt die Videos vollständig. Nicht nur 5 Minuten oder sowas davon. Da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr durchgucken würdet. Und ja, bis demnächst. Das war von der Gameplays als Hobby mit Star Wars. Jedi Fallen Order auf sehr schwer. Also Jedi Großmeister. Danke euch und tschüss.